werden es lernen oder sterben. Spürt die Bewegung. Endstation. Das stimmt nicht, Bro. Ganz ruhig! Das war gar nichts. Du wirst nicht länger stillstehen. Was für ein prächtiges Haus! Wie ein Palast! Aber was ist hier passiert? Etwas Böses ist durch diesen Ort gezogen. Spürst du es? Stillstand und Fäulnis. Ilaoi, lang nicht mehr gesehen. Ich dachte schon, du gehst mir aus dem Weg.
Ich war damit beschäftigt, die Harmonie zwischen den Buru und den Bewohnern deiner Stadt aufrechtzuerhalten. Aber das siehst du von deinem Thron aus nicht. Ich verstehe, dass du verärgert bist. Bilgewasser hat sich verändert, seit ich zuständig bin. Nicht nur zum Guten, das gebe ich zu. Vielleicht vergibst du mir nie, dass ich Gangplank getötet habe. Ich weiß, dass zwischen euch mal was war. Aber vielleicht verstehst du inzwischen, warum es nicht anders ging. Sprich mit mir. Ich möchte, dass wir uns vertragen. Ich bin nicht blind, Sarah. Du hast mich nicht gerufen, um unsere Differenzen beizulegen. Etwas Schreckliches ist hier passiert. Du wurdest angegriffen. Es waren Nebelgänger. Sie haben meine Leute umgebracht. Letztes Mal wurde die Stadt vom Schwarzen Nebel heimgesucht. Aber dieser Angriff galt mir. Du wirkst nicht überrascht. Die Göttin hat mir eine Vision geschickt. Der Schwarze Nebel, er sammelt sich auf den Schatteninseln und wird stärker, umhüllt die Welt. Eine Vision? Ich habe keine Zeit für die Rätsel deiner Göttin, Illaoi. Nebelgänger haben mein Hauptquartier überfallen und meine besten Männer getötet. Raven wäre fast gestorben. Unterschätz mich nicht, Illaoi. Ich werde alles tun, dass so etwas nie wieder passiert. Braum hat ebenfalls gegen den Nebel gekämpft. Entschuldigung, wer ist das? Ich bin es, Braum aus Freljord. Stark und dumm. Genau dein Typ, Illaoi. Braum wurde heute Morgen an Land gespült. Der schwarze Nebel griff ihn an, in der Nähe der Schatteninseln. Aber das hier ist anders. Als wir damals im Grauhafen die Graunacht beendeten, dachten wir, die Sache wäre erledigt. Und wenn wir uns geirrt haben? Wir? Du bist doch jetzt die selbsternannte Herrscherin von Bilgewasser. Warum soll ich dir helfen? Ich dachte, das wäre klar. Ich gebe alles, um meine Stadt zu retten und die Crew zu beschützen. Um die Anführerin zu sein, die Bilgewasser braucht. Aber dafür brauche ich verdammt nochmal deine Hilfe. Ich kann nicht selbst nach Grauhafen. Ich muss die Verwundeten versorgen und die Stadt sichern. Ich gehe nach Grauhafen, weil ich als Verkünderin der Wahrheit verpflichtet bin, den schwarzen Nebel zu bekämpfen. Und weil ich glaube, dass die Göttin mich schickt. Nicht um dir zu helfen. Wie du willst. Ich bin dir jedenfalls dankbar. Falls du oder dein attraktiver Freund was herausfinden, lasst es mich wissen. Attraktiv? Aha. Was für eine aufgeweckte junge Frau! Vorsicht! Sarah überlegt noch, ob Bilgewasser Frieden braucht oder eine eiserne Faust. Bisher stinkt ihre Gerechtigkeit nur nach Schießpulver und Blut. Eine interessante Mischung. Wir stellen in Grauhafen Nachforschungen an. Falls der schwarze Nebel zurückgekehrt ist, vertreibe ich ihn erneut. Was machen wir überhaupt in Grauhafen? Der Ort ist verflucht. Wir sollten nicht hier sein. Hörte, Malik hat ein Treffen. Mit Gangplank. Seiner Leiche vielleicht? Fortune hat ihn auf seinem Schiff lebendig verbrannt. Jeder weiß das. Und uns blüht Schlimmeres. Das Lustige an Grauhafen ist, manchmal kehren die Toten zurück. Ich frage mich, du auch? Lass den Jungen in Ruhe, Gangplank. Du warst lange Zeit fort. Und du brauchst jeden Mann, den du kriegen kannst. Männer bringen mir meine Stadt nicht zurück. Fortune hat überlebt. Die Dinger, die du geschickt hast, haben bloß Öl ins Feuer gegossen. Machten sie nur noch gefährlicher. Das war nur ein Vorgeschmack auf die Zukunft. Hast du, worum ich dich bat? Ich hab alles da. Aber was willst du mit dem alten Krempel?
Du hast ja keine Ahnung, was du vor dir hast. Diese Buhu-Artefakte sind die Schlüssel zum Königreich. Ja, klar. Hoffentlich überleben wir lang genug, um zu sehen, was du geplant hast. Ruhig, meine Arbeit ist fast getan. Nach meiner Rückkehr kontrolliere ich den schwarzen Nebel. Wir nehmen Captain Fortune meine Stadt wieder ab. Unterscheidet der Nebel zwischen Freund und Feind? Das ist nicht nötig. Trag das um deinen Hals. Deine Männer sollen nahe bleiben. Macht keine Dummheiten. Dann lässt euch der Nebel von Grauhafen in Ruhe. Hey, wenn du dorthin zurückgehst, brauchst du das dringender als ich. Nicht mehr. Ein Tribut an die bärtige Dame. Zur Sicherheit. Bilgewasser gehört mir. Lebendig oder tot. Das ist meine Bestimmung. Aber um jemals wieder auf dem Thron zu sitzen, hält sich mein Verbündeter besser an seinen Teil der Abmachung. Das ist also Bilgewasser. Ah, jetzt weiß ich, wozu du eine Leibwache brauchst. Es ist anders als Ionia, aber es ist so bunt. Man kann das Salz in der Luft schmecken. Alles ist von Gischt überzogen. Das ist keine Gischt. Pass auf, wo du hintrittst. Was du auch zu erledigen hast, es geht hoffentlich schnell. Keine Sorge, mein Kontakt ist leicht zu finden. Dein Kontakt? Wer soll das sein? Ein Händler. Mehr erfährst du, wenn es soweit ist. Ich weiß gerne vorher, worauf ich mich einlasse. Und ich kann dich nicht beschützen, wenn du mir grundlegende Dinge wie deine Identität oder unser Ziel verheimlichst. Du wirkst nervös. Fliehst du vor jemandem? Bei unserem Treffen wolltest du ziemlich schnell weg aus Ionia. Pass auf. Sag mir, wer du bist, dann sage ich dir vielleicht, warum ich es verlassen habe. Du hast alle nötigen Informationen, Schwertkämpfer, und wurdest im Voraus bezahlt. Aber unsere Wege können sich hier auch trennen. Hast du wenigstens einen Namen? Schön. Gehen wir. Bist du der Händler, der mit Vastaya-Artefakten handelt? Psst, nicht so laut. Das ist streng vertraulich. Willst du etwas kaufen? Wenn du von den Artefakten weißt, bist du bestimmt eine Sammlerin. Es heißt, du verkaufst Sonnensteine vom Vesani-Stamm. Manchmal. Diese Vastaya sind längst ausgestorben. Ihre Sonnensteine sind sehr selten. Ich habe aber letztens einen verkauft. Wer war der Käufer? Den Namen kann ich leider nicht nennen. Geschäftsgeheimnis. Sag's ihr einfach. Ist leichter für uns beide. Aber, kein Grund zur Gewalt. Du darfst mir den Namen ruhig verraten. Der Kunde? Der Mann genannt Malik von den Widerhaken? Er sagte, er wolle nach Grauhafen. Grauhafen? Ist das in der Nähe? Der Ort ist verflucht. Nur Verrückte gehen dorthin. Was ist ein Widerhaken? Gangplanks, alte Crew. Hab nicht mal Angst vor Sarah Fortune. Die willst du nicht verärgern. Und ich auch nicht. Lass mich in Ruhe. Du suchst also ein uraltes Relikt. Das hättest du mir einfach sagen können. Du hast es zur rechten Zeit erfahren, wie ich es dir gesagt habe. Diese Straßen sind nachts gefährlich. Wir sollten uns einen Schlafplatz suchen.
Ah. Zahlt ihr den Stundenpreis, oder? Zwei Zimmer für die Nacht. Sicher? Ein Zimmer reicht. Sind das noxianische Münzen? Die sind hier nichts wert. Wir nehmen nur Silberschlangen, keine Ausnahmen. Das ist aber das einzige Geld, das wir haben. Nicht mein Problem. Geht mit eurem wertlosen Geld woanders hin. Bist du sicher? Sieh genauer hin. Oh, welch seltene Münzen. Wie großzügig. Sucht euch ein Zimmer aus. Und was zu trinken für meinen Freund. Selbstverständlich. Lasst es euch gut gehen. Danke. Du gibst einen hervorragenden Leibwächter ab. Ich weiß nicht, ob du einen brauchst. Was war das eben für ein Trick? Trick? Das mit dem Händler und dem Gastwirt. Treib keine Spielchen mit mir. Ist das wichtig? Dank meiner Talente haben wir, was wir brauchen. Aber ich bin ein Mensch und du... Du bist eine Vastaya. Ich wusste, dass ich es nicht ewig verbergen kann. Ich habe einige Vastaya-Krieger getroffen, mit Federn, Fell und so weiter, aber keinen mit deinen Talenten. Ich bin die Letzte meines Stammes, der Vesani. Ich verbringe wenig Zeit mit Menschen. Seit wir in Ionia an Bord gingen, war ich seit 100 Jahren nicht mehr so lange unter Menschen. 100 Jahre sind ein Augenblick für deine Art. Nun... Wenn man allein ist, fühlt es sich länger an. Hör zu, du magst eine Vastaya mit starker Magie sein, aber ich habe etwas versprochen. Ich will dir helfen. Wenn ich irgendwas tun kann, um dich zu beschützen, kannst du auf mich zählen. Aber du musst mir sagen, was Sache ist. Ich spüre einen Schmerz hinter deinen Worten. Etwas lastet auf deinem Herzen. Du brauchst diesen Auftrag mehr, als ich dachte. Ist das auch eins deiner Talente? Eins von vielen. Ich heiße Yasuo. Nenn mich doch Ari. 100 Jahre erscheinen einem länger, wenn man allein ist. Du bist viel schöner als jede Blume. Bitte, geh jetzt. Meine Magie, ich kann sie nicht kontrollieren. Mir egal. Ich bin dein. Nein. Was bin ich? Ein Monster. Ich verliere die Kontrolle. Ich muss bald etwas essen. Ich hätte nie mit Yasuo reisen sollen. Es ist so lange her, dass ich unter Menschen war. Seine Gefühle, seine Erinnerungen. Ich darf diesem Hunger nicht nachgeben. Alleine ist es sicherer. Außerdem hätte ich ihn sowieso irgendwann verlassen. Die Geheimnisse, die ich suche, sind nur für mich bestimmt. Allein nach Grauhafen? Verdammt, habe ich was Falsches gesagt. Wenn ich sofort aufbreche, finde ich sie vielleicht. Ich werde diesmal nicht versagen. Sie wird nicht sterben.
Sperrgebiet! Geht weg vom Tor! Ich bin eine Krakenpriesterin. Ich gehe, wohin ich will, ohne um Erlaubnis zu bitten. Dieses Tor ist das Einzige, was uns die Nebelwesen vom Hals hält. Verschwindet! Vielleicht sollten wir was anderes versuchen. Ach, dafür haben wir keine Zeit. Öffne das Tor, oder ich reiße es nieder. Also gut, das ist ein Ende. Wir öffnen das Tor. Trete zurück! Na also, einfach und direkt. Nicht ganz, was ich erwartet habe, aber effektiv. Da kommt etwas! Wir hören niemals auf. Ihr könnt trotzdem besiegt werden. Der Kampf ist mein Leben. Achtung, Schnurrbart! Ich zeig euch, wie man's richtig macht. Jetzt komme ich! Hinfort, Schatten! Ein Ionier. Hier. So schnell! Dann ist es also wahr. Die Nebelgänger treiben in Grauhafen wieder ihr Unwesen
War nicht schwer, das herauszufinden. Ja, das ging schnell. Außerdem hatten wir einen Ionier an unserer Seite. Wie schön! Kein Problem. Lasst mich vorbei. Schwertkämpfer, warte kurz. Deine Bewegungen sind faszinierend. Diese Kreaturen waren mir einfach nur im Weg. Du willst nach Grauhafen? Weißt du, worauf du dich da einlässt? Ist mir egal. Ich muss jemanden finden. Warum kommst du nicht mit? Suchen wir gemeinsam nach deiner Freundin. Der Nebel ist anders als alle Gefahren, die du kennst. Wen du auch in Grauhafen suchst, er ist vermutlich schon tot. Tempo bringt dir nichts. Das ist wahr. Braun kann es bestätigen. Er hat ihn fast umgebracht. Wer ist Braun? Braun bin ich. Ah, verstehe. Also, Braun hat schon einmal gegen diese Wesen gekämpft. Ja, bei den Schatteninseln. Sie überwältigten mich und zerstörten mein Boot. Ich kehre bald zurück, um mich ihnen zu stellen. Diesmal ist Braun bereit. Wenn sie einem großen Kerl wie dir Probleme bereiten, sollten wir vielleicht zusammenbleiben. Wenn das so ist, dann helfe ich euch. Vorerst. Uns helfen? Deine Hilfe ist uns sehr willkommen. Wie sollen wir dich nennen? Yasuo. Genießt du die laue Brise? Ehrlich gesagt, vermisst Braun die kalte Umarmung Freljords. Eine kalte Umarmung? Das klingt nicht sehr ansprechend. Freljord ist ein raues Land, aber der Kampf ums Überleben bringt die Menschen zusammen. Man erzählt sich am Feuer Geschichten und jagt Elnuchs im Mondlicht. Und die Buru? Was bringt euch zusammen? Die Schlangenmutter, das Meer. Wir dienen der Göttin und sie segnet uns mit einer endlosen Ernte. Viele ihrer Segen sind äußerst schmackhaft. Es geht nichts über ein köstliches Mahl, um die Menschen zusammenzubringen. In Freljord erschlug der mächtige Krieger Olaf eine riesige Frostschlange und kochte daraus Eitopf. Sein Dorf wurde davon monatelang satt. Jetzt bin ich ganz hungrig. Dann folge Braums Magen. Mal sehen, was wir finden.